Das heißt, ich habe einen Sachwert, ein Metall. Wie du sagst, das Einzige, was sich ändert, ist die Farbe. Und ich glaube, was ja auch schön rüberkommen ist, ist, dass wir uns konzentrieren auf das Gewicht. Ja, also was ist das Gewicht? Und das muss mehr werden. Richtig. Weil das Papier ist in der Historie ja immer wieder wertlos geworden. Ob das alte Währungen in Deutschland waren, wer weiß, was mit dem Euro oder dem US-Dollar passiert. Aber das Gold, das gibt es seit Tausenden, Millionen Jahren. Und wie gesagt, die fallenden Kurse sind hier auch wichtig, weil wenn die fallen, dann natürlich bewegt sich was in den, ja, und das ist jetzt so, Gold ist eher die Finanzwelt, also geopolitisch gesehen, Silber ist eher die Wirtschaft, die Entwicklungen. Und beide sind im Moment in Bewegung. Dementsprechend, umso mehr sich die zwei Edelmetalle zueinander bewegen, umso besser ist es für den Kunden, für uns alle. Das ist der Effekt dabei, der sehr positiv kommt. Ja, da waren jetzt ja zwei Sachen dabei gerade, wenn die Preise fallen. Du hast vorher dieses Beispiel gesagt, die Ratio war irgendwann mal bei 2020 bei 120 ungefähr, ist dann gefallen auf 60. Also da konnte man sein Gold und Silber verdoppeln. Und das war ja auch diese 120 in einer Marktphase, wo Silber ja extrem abgestürzt ist. Richtig. Das heißt, dieses Potenzial von einer unglaublichen Rendite hat sich eigentlich in der Marktphase ergeben, wo die Preise gefallen sind. Richtig, Ganz also genau. das war ein Extremfall, weil schau, das war Anfang Pandemie, wo wieder so schön ist. 2020 im März war das Ratio 120. Das bedeutet, das Verhältnis war 120 sehr weit. Also Silber war sehr tief gegenüber vom Gold. Also ich hatte die Möglichkeit, entweder ein Kilo zu kaufen, Beispiel in großen Zahlen gesprochen, oder 120 Kilo Silber. Halbes Jahr später ist es runter auf 64. Das bedeutet, Silber ist extrem gestiegen. Ja, Gold ist vielleicht stehen geblieben, könnte auch nach unten, aber Silber ist gestiegen. Das bedeutet, das Verhältnis hat sich halbiert. Also hätte ich mich entschieden für die 120 Kilo Silber, hätte ich dann mal zu dem Zeitpunkt, wo das dann die 101 zu 60 kam, hätte ich von den 120 Kilo 2 Kilo Gold machen können. Mit weiterem Euro gar keinem, den ich investiert hätte. Also mit Einmalkauf Bestand verdoppelt. Und wenn man sich nochmal Edelmetalle anschaut, für die physische Form nach 12 Monaten Spekulationsfrist, wenn die vorbei ist, abgelaufen ist, sogar ertragssteuerfrei. Also es ist eine sehr konservative Anlage. Wir schauen auch, dass die Transparenz und die Sicherheit stimmig ist. Die sieht der Kunde im Depot. Und mit diesem Instrument kann ich die Werte so bewegen nach oben, wie in jeglichen anderen Anlageformen, wo ich hier aber die Sicherheit habe. Ich habe einen physischen Gegenwert und Totalverlust ist hier nicht gegeben. Das sind die A- und O-Punkte, die diese Depots, diese Möglichkeiten mit in Verbindung Switchpilot Augusta bietet. Und zurzeit, soweit mir bekannt, ist einziger Händler weltweit. Ja. Und was ich dazu noch gerne mit einbringen würde, also ich muss da auch vergleichen. Wie gesagt, da ist, wie der Robert schon gesagt hat, der Silberpreis oder du hast es gesagt, der ist dann extrem gefallen bei den 120. Wenn der Kunde, der jetzt ein Kilo Gold hatte und hat das nicht geswitcht, der hat halt einfach sein Kilo Gold in seinem Safe behalten Behalten. und hat halt die Wertsteigerung oder den gleichbleibenden Wert da halt mitgenommen. Natürlich auch nicht verkehrt, aber der Kunde, der den Switch genutzt hat, hat vielleicht einfach 2 Kilo draus gemacht. Das muss man sich mal bildlich vor Augen führen. Der hat nichts dazu investiert. Der hat aus demselben Bestand, den er hatte, nichts anderes gemacht, als die Farbe der Edelmetalle und die Menge zu wechseln. So, das und hat danach einfach das Doppelte gehabt. Das ist für mich ist es ein Wahnsinn, was damit möglich ist. Und wenn man das jetzt auf längere Zeit sieht, dann ist es einfach nur noch grandios, was man daraus machen kann. Und selbst wenn sich Kunden mal Gedanken machen, was ist, wenn das Ratio sich nicht bewegt? Es ist ja nicht so, wenn ich mein Gold in Silber switche, dass ich dann nichts mehr habe. Ich habe ja dann immer noch Silber. Das heißt, wie der Robert auch schon gesagt hat, ich habe ja immer einen physischen Gegenwert in der Hand. Und das ist halt einfach Totalverlust eigentlich nicht gegeben, weil ich habe immer etwas Physisches in der Hand. Ja, was das gerade betrifft, Switchpilot, Ratio und diese ganze Thematik, die Technik dazu und die Möglichkeiten, was Augusta bietet, hat uns auch Kunden beschert, die wir früher nicht im Portfolio hatten. Das heißt, Kunden, die schon bereits eingekauft haben, und oft sind das sehr große Kunden mit 2, 3, 4, 5 Kilo Gold, die sie schon bereits gekauft haben und selber irgendwo gelagert, ob bei sich im Tresor oder wo auch anders. Nur da liegt das Gold oder Silber unter Umständen, aber eher Gold, und liegt da. Die Gramm verändert sich nicht. Also es steigert nur lediglich der Kurs, dann ist es mehr wert, die Gramm, Kilos, was die haben, aber das war's auch. Und diese Klientel, durch diese Neuigkeiten, was die Augusta auf den Markt gebracht hat, gerade jetzt im 24, kommen massenweise zu uns
lassen das Edelmetall ankaufen, den Erlös wird dann in das neu geöffnete Depot eingebucht und dann lassen sie es arbeiten. Die haben die gleiche Grammzahl, die sich aber einmal von alleine vermehrt. Er will der Kunde nicht zusparen oder zukaufen, weil das hat er schon getan. Für ihn war das im Kopf schon erledigt. Nur jetzt merkt er eine Möglichkeit, wo der gleiche Bestand für ihn arbeitet, ohne Zukäufer sich vermehrt.